Gruppenspiel Nummer 1 bei dieser WM. Für die beiden geht das Turnier heute los. Die Mission WM, sie kann beginnen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los, hier im Al-Bayt-Stadion. Ja, auch von meiner Seite aus und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu FIFA World Cup 2022, zu FIFA 23, zwischen der Partie England gegen den Iran. Und ihr schreibt mal schnell in die Kommentare, was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus? Wie spielt England gegen Iran? Viel Spaß dabei. Ich begrüße Sie herzlich im Al-Bayt-Stadion, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Das sind zwei Mannschaften, die in diesem heutigen WM-Gruppenspiel einiges zeigen wollen. Das Stadion ist voll, Stimmung ist super, es ist angerichtet für ein Fußballfest. Ja, und ich muss auch mal wieder sagen, auch von meiner Seite aus, Hallöchen, der dritte Kommentator, der Co-Moderator, der versucht sich ein bisschen einzubringen oder halt auch das Zepter an sich reißt. Aber jetzt erstmal die Nationalhymne von England. God save the Queen. Oder the King. Sehr kurz gehalten. Dankeschön. Und jetzt Nationalhymne von Iran. Ja, und damit Shakehands zwischen den beiden Mannschaften. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Ja, ganz klar, England ist natürlich jetzt der Hauptfavorit. Auch gerade für dieses Turnier mit Sterling, Kane und Foden ganz vorne. Jetzt gucken wir uns nochmal die Ausstellung von und aus Iran-Mitspieler an. Heute dieses Spiel angehen. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. So, Harry Kane. Alle Augen auf diesen Stürmer. Wir machen uns bereit. Der Anpfiff folgt in wenigen Sekunden. Das Spiel, das erste Gruppenspiel zwischen England und Iran beginnt. Iran stößt an. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Ah, Iran macht das Spiel schnell, stößt schon voran. Was ist denn da los? Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Oh. Aber wir sehen's. Schön abgefangen von England. Auf Foden. Foden auf Kane. Wieder Kane, Foden. Rice. Phillips. Mount. Sterling. Sterling hat den Ball. Schuss. Ui. Stark abgeblockt. Erste Torgelegenheit und ja, Torwart hat den Ball. Weiter Abstoß. Aber abgefangen. Kane am Ball zu Sterling. Sterling zum Mount. Rice. Philipp Sterling. Sterling. Ja. Wenn Sterling den Ball erstmal am Fuß hat, dann kann es nur ein Tor werden. 1-0 England. Naja, das ging richtig schnell. Sterling da in der Mitte frei, nimmt den Ball perfekt an und obere rechte Eck. Läuft der Ball richtig gut und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Ja, so schnell geht's, 1-0 für England, 9. Minute. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Ball läuft da gut jetzt. Ich merke schon so ein bisschen, Frank und Sascha, die haben auch nicht so ganz die Namen im Kopf. Aber Iran, die drücken jetzt ein bisschen, ja. Ei. Aber abgefahren. Die Flanke wurde abgeblockt.
Das war die Chance. Nee, Rice jetzt am Ball zu Phone. Phone könnte das Spiel jetzt schnell machen. Macht er auch. Kane Harry jetzt Kane. Zu Phone. Sterling da außen Kane schaltet sich frei. Nee, Kane immer noch am Ball, immer noch am Ball. Tänzelt ein bisschen sehr viel. Phillips hier am Ball. Phillips immer noch Mount. Zu Mount. Zu Ball Kane. Phillips jetzt zu Sterling. Mount. Sehr überlegt aus. Und damit ist der Ball weg. Asmund jetzt mit dem Ball, das ist eine Konterchance, Asmund, keiner greift ihn an, wieder zu Asmund, Asmund schießt das 1:1, wer hätte das gedacht, Ausgleich, England, Iran, 1:1, Asmund, toller Lauf, Mann, mit der Bob-Frisur, herrlich, wie die Beatles. Und dann sehen wir, ja, wie das wirklich gemacht ist. Schöner Doppelpass, schöner Doppelpass. Sehen wir es nochmal da. Und wie Sterling oben ins rechte Eck. Pickford hat da keine Chance gehabt. Goal. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, da hast du recht, war offen sind alle Male. Und Iran jetzt wieder, Iran mit dem Ball. Ah, kleiner Fehlpass. Kane jetzt am Ball. Phillips, Kane immer noch so ein bisschen bedröppelt. Fällt sich ganz auf. Sterling jetzt hier. Sterling. Hat der eine Geschwindigkeit? Sterling. Ah, wird aber Ball getrennt. Kann aber zum Mount passen. Foden jetzt in der Mitte wartet Kane. Kane wartet in der Mitte. Sterling. Ball wird hier erstmal geblockt. Er geht schön dazwischen. Jetzt Foden wieder. Foden, Kane, der jetzt zu Kane. Kane. Kann er schießen? Kane am Ball. Er wird nicht getrennt. Kane immer noch am Ball. Schafft er die Lücke zu suchen? Nee, wird getrennt. Foden nochmal am Ball. Zu Kane. Wartet abseits. Ist jetzt auch egal, weil schön gehalten worden ist. Taremi. Wie er den noch hält? Guck mal, außen links. Nee. Der Pass war gut gedacht, aber zu ungenau. Auch von Kane. Kane, oi. Jetzt auch in der Offensive. Asmund wieder, der Torschütze. Asmund, keiner greift ihn an. Keiner greift Asmund an. Ey, den müsst ihr decken. Wir wissen doch, dass der Junge gut ist. Eckball für Iran. Alles wartet auf den Eckball. Die Flanke kommt. Ecke kommt in die Mitte. Ah, Asmund da wieder. Asmund wieder am Ball. Der ist gut, der Junge. Der gefällt mir. Kann er was draus machen? Ha, die Räume sind dicht. Ja, ganz energisch. Jetzt Ball Mount. Weg. Jetzt muss er den Ball schnell machen. Kane. Zu Sterling, aber Sterling ist ja ganz alleine. Wieder Sterling. Kane läuft mit. Kane bietet sich an. Zu Mount. Mount mit dem Pass zu Sterling, aber Ballverlust. Aber es ist ein Hin und Her, wer hätte das gedacht? Ja, außen bietet sich an. Amiri in die Mitte. Asmund. Riesenchance zur Führung. Macht er genau im richtigen Moment. Jetzt Sterling. Sterling, kann Kane hier noch reinlaufen in den freien Raum? Nee. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Schöner Pass, jetzt kommen die Flanke rein zu Kane. Er braucht so lange, was macht er? Kane! Kane macht das Tor! Tor! Da ist es! Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Ja, Kane kaum irgendwie ein Deut gut gewesen, aber da macht er das Tor, das wichtige Tor, das 2:1 für England. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, Harry Kane, 42. Minute, 2:1, kurz vor Halbzeit. 2:1, hier ist noch alles drin. Kann Iran nochmal vielleicht ein Ausrufezeichen setzen vor Halbzeit? Amiri wieder von außen links, aber England macht schnell zu.
Amiri jetzt zu Asmussen. Vielleicht aber die Chance für England. Aber die Zeit wird nicht mehr ausreichen. Der Schiri wird gleich abpfeifen. Maguire. So ist auch. Halbzeit. Damit war es das fürs erste. Pausenpfiff hier im Albeit Stadium. So, rein in die zweite Halbzeit. Und nun kann sie losgehen. Die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Der Ball läuft richtig gut. Boah, stark. Mount jetzt am Ball. Ach, der Kane hat zwar ein Tor geschossen, aber viel zu viele Ballverluste. Asmund. Achso, muss wieder ein bisschen zurückgehen. Wieder zu Asmund, wieder zurück. Aber sie geben nicht auf, verlieren aber jetzt den Ball. Kann Kane den Ball. Naja, Kane und schnell machen. Niemals. Sterling zu Kane. Kane zu Phillips. Jetzt wieder zu Kane zurück. Ja, nee, der. Kane zwar immer noch am Ball, aber das ist irgendwie nichts. Was macht er denn da? Kane ist kein Spielmacher. Harry Kane. Muss das Spiel aber auch langsam mal schnell machen. Ja, hält das alle zu. Harry Kane ganz schlecht. Würdest du ihm bei diesem FIFA-Spiel eine Bewertung geben? War fast 6,5. Schießt zwar ein Tor, aber viel mehr im Spiel passiert da auch nicht. Asmund gefällt mir richtig gut. Da wieder am Ball. Das könnte was werden hier. Asmund macht das Spiel wenigstens schnell. Schnell. Jetzt. Oh, da ist er aufmerksam. Eckball aber. Oder doch noch abseits. So, Bellingham kommt für Phillips. So, Eck bei Iran. Achambasch mit der Flanke, ja, nochmal mit der zweiten Möglichkeit. Achambasch jetzt mit der ja, da am Pfosten. Eieieiei. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Der Ball ist draußen. Geklärt zum Eckball. Ja, aktuell. Iran. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Iran ist aktuell dem Ausgleich näher als England seinem Ausbau der Führung. Wieder Flanke. Jankbasch. Hoch geht's hinaus. Oh. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Oh, doch, da war noch ein Engländer dran gewesen. Naja, die Malte, die springt jetzt auf. Anderson kommt für Mount. Ecke kommt rein. Sie bekommen den Ball nicht weg. Mustergültig, wie er da den Ball hat. Uiuiui, da dürfen sie den Ball aber jetzt nicht verlieren. Jetzt aber Harbasch. Hat immer noch den Ball, lässt sich da außen drängen. Der muss doch einfach mal abgeben. Ach ey, war die große Chance gewesen. Jetzt brauchen sie hier die. Ja, ja. Die Flanke wird vor. Finse, suchen sie, kriegen sie die Lücke? Ja, ui. Klasse Einsatz, hätte sonst. Iran drückt. Können. Aber jetzt, da können die mal freispielen. Sterling jetzt, da muss er doch mal laufen, muss unser Tempo mal zeigen. Harry Kane. Ja gut, Tempo und Harry Ball Kane ist jetzt nicht die beste Gemeinsamkeit. Es kommt der Konter von Iran. Asmund. Nee. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da muss doch jemand mal rangehen. Rice immer noch am Ball. Den Fehlpass zu Harry Kane. Spiel droppt jetzt gerade wieder ein bisschen vor sich hin. Taremi. Taremi jetzt wieder am Ball. Die Nummer 9. Spielt das Spiel so ein bisschen auf. Wieder zu Taremi, ja. Sie warten auf die Taremi nach außen. Zug in die Mitte. Taremi jetzt hier. Ei. Eckball, und Eckball. Eckball. Neue Chance für Iran. 15 Minuten vor Schluss. Jetzt eine Auswechslung geben. Eckball wechselt mal aus. Trippier für Shaw kommt. Die kurze Ecke. Kurze Ecke. Ja. Oh, 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 der Schuss. Wann schießt er?
Wann mag er schießen? Wann hören Sie auf zu passen und schießen mal? Was ist denn hier los? Die müsste auch mal schießen. Sterling, ja, Sterling trickst sich fast selber aus. Ja, die Engländer, jetzt wird getrickst, jetzt kommt Kane. Kane, der beste Spieler, wenn jetzt die Balljungen mitspielen würden wahrscheinlich. Sie spielen sich jetzt den Ball hin und her. Ja, ja, England versucht jetzt ein bisschen abzudröppeln. Das hier nicht allen. Aber die müssen sich ein bisschen beeilen, war 2-1, ist nun 2-1. Harry Kane kriegt den Ball irgendwie an den Fuß, gibt dem weiter. Bellingham, ah, der Hackentrick, der war schlecht. Asmund jetzt wieder, mein Lieblingsspieler heute. Sind hier noch zu spielen. Ah, Harry Kane jetzt, Harry Kane gewinnt den Ball, das ist unglaublich. Aber Harry Kane macht so wie immer, macht das Spiel langsam, kommt durch. Wie kommt er denn da durch? Harry Kane trickst irgendwie, kommt durch. Harry Kane ist ein Phänomen. So, Asmund jetzt aber schnell machen. Vorne, jetzt nochmal zittern. 5 Minuten sind's noch. Schöner Pass. Ui. Ja, das hätte was werden können. 5 Minuten noch, 4 Minuten. Kane jetzt zu Bellingham jetzt. Kane wieder. Kane ist das. Sterling. Sterling. Der muss jetzt mal die Geschwindigkeit ausnutzen, ja. Ja, ja. Gut verteidigt. Geschwindigkeit, ja, aber Körperbeschaffenheit bei Sterling ist nicht so da. Ich würde mal sagen, auf gut Deutsch ist ein Lauch. So, Asmund jetzt nochmal. Und Asmund leider zum Spielende hin. So viele Fehlpässe. Platz zum Kontern. Erst einmal Foden. Foden gefällt mir auch richtig gut. Macht das Spiel breit. Ballbesitz ist weg. Henderson, die erste Aktion ist gleich eine schlechte Aktion. Asmund jetzt an die Lücke, da muss er jetzt mal laufen. Trapier. Trapier könnte auch mal angreifen, macht aber nicht, lässt in den Raum. Aber das war's. Ja, der Schiri pfeift ab. Und nun tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff in diesem Spiel. Für die Gäste ist es eine Niederlage geworden. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das wird jetzt Analysen geben, das wird Fragen geben. Woran hat es gelegen? Und ganz ehrlich, ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage war nicht unbedingt verdient. Ja, Freunde, gute Laune. Das war's gewesen. England gewinnt ein knappes Spiel, muss man sagen. 2-1 gegen den Iran. Damit haben sie den ersten Gruppensieg. Ich muss den Vitabularisch hier ein bisschen auffassen. Und wir gehen im nächsten Video weiter. Nächstes Spiel ist Senegal gegen Niederlande. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Senegal gegen Niederlande. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.